Hallo Leute, ich bin der Dustin. Heute mit dem Thema Inhalt versus Design. Worauf sollte man achten? Gibt es einen Fokus? Sollte man sich auf etwas spezialisieren? Sollte man auf irgendetwas besonders Acht geben? Oder hat beides dasselbe Gewicht? Auf jeden Fall das nach dem Intro. So, der Besucher eurer Seite bzw. der Kunde, je nachdem, kommt ja auf eure Website aus einem bestimmten Grund. Er sucht etwas. Er sucht nach Inhalt und nicht nach dem Design. Jeder von euch googelt und was gebt ihr da in der Suchleiste ein? Natürlich nicht Formen. Ihr gebt nicht ein, hey, Farbe rot, Rechtecke, Dreiecke oder Kreise oder sonst auch irgendwelche anderen Formen oder Farben, sondern ihr sucht gezielt nach einem Schlüsselwort. Ihr kommt dann auf die Website durch dieses Schlüsselwort, ihr betretet die Website und möchtet dann einen bestimmten Inhalt raussuchen. Ihr möchtet den Inhalt verstehen und das Design, das folgt dem Inhalt. Das Design wirkt immer unterstützend. Und zwar ist es wichtig, dass das Design niemals über dem Inhalt steht, dass das Design niemals so im Fokus steht, dass der Inhalt untergeht. Es ist, weil der Kunde wird letztendlich immer den Inhalt lesen. Dennoch ist das Design unabdingbar dafür, ist es sofern wichtig, dass der Ersteindruck halt entstehen wird, weil der Kunde wird nicht eure Website betreten und sofort sagen, boah, da steht aber so viel Informatives und genau das, was ich wissen wollte, sondern er wird sich erstmal einen Eindruck von der Gesamtsituation verschaffen, von den Farben, wie es auf sich wirkt, und das passiert unterbewusst. In meinem letzten Video habe ich ja über Farben gesprochen, über die Wirkungen der Farben und was diese psychologisch bei uns alles auswirken. So, der Kunde liefert mir nun gar keinen Inhalt, gar nichts, nichts. Ich habe einfach keine Grundlage sozusagen, um zu arbeiten, und ich muss ins Blaue hinausarbeiten. Was gibt es denn da nun für Möglichkeiten? Wie kann ich denn jetzt meine Arbeit erleichtern? Was für Techniken gibt es da? Da wären zum einen die Wireframes. Wireframes sind sozusagen Baukastenelemente. Ihr habt, ihr kümmert euch weder um das Design, weder um den Inhalt. Es geht rein um die Struktur, um die Führung, so wie das Auge geführt werden soll. Denn wie ich schon sagte, soll das Design der Form folgen. Wenn wir jetzt als Beispiel ein Produkt präsentieren möchten und der Fokus soll auf diesem Produkt liegen, müssen wir das Produkt ja auch richtig in Szene setzen. Und bevor wir uns überhaupt um das Design Gedanken machen, also welche Farben hervorstechen könnten, welche Farben passend wären, je nach Thema, müssen wir uns um die Menüführung, also nicht um die Menüführung, sondern um den Ablauf, so wie das Auge geführt wird, müssen wir uns darum kümmern. Wenn wir das Produkt beispielsweise in zwei Zeilen platzieren wollen, als Beispiel, wollen wir das dann ja links auf die Seite packen oder sollen wir es rechts auf die Seite packen, dann empfiehlt sich beispielsweise, das auf die linke Seite zu packen, damit wir diese typische Hierarchie haben, weil wir lesen ja üblich bekannterweise oder die meisten Menschen von uns von links nach rechts, und somit haben wir dann als erstes im Fokus das Produkt und rechts daneben dann beispielsweise einen Text mit jedweden Informationen. Dann gibt es noch eine sehr unübliche Variante, beziehungsweise wurde die damals als eine sehr übliche angesehen, aber sie ist nicht mehr zeitgemäß. Das wären Photoshop-Dateien, die wir anlegen, und zwar jede Menge. Wir designen in Photoshop eine Seite nach der anderen und fragen den Kunden dann letztendlich, hey, was gefällt dir davon am besten? Der Arbeitsaufwand diesbezüglich kann man sich vorstellen. Man muss unterschiedliche Seiten gestalten, 3, 4, 5, vielleicht noch mehr. Wie, hey, lieber Kunde, wie viel hätten Sie denn bitte gerne an Design? Wenn ihr einen Innenarchitekten beauftragt, als Beispiel, wird dieser Innenarchitekt euch den Vogel zeigen, wenn er 3 unterschiedliche Räume von euch gestalten möchte. Er wird sich ein Konzept ausdenken. Er wird einen einzigen Raum planen. Und das ist auch genau das, was wir im Bereich des Webdesigns tun wollen. Wir wollen sicher gehen,
dass das Konzept, welches wir erst erarbeiten, dem Inhalt und auch letztendlich dem Design zugute kommt. Das wohl bekannteste System ist das sogenannte Moodboard. Das Moodboard ist eine Riesenleinwand, beziehungsweise je nach Projekt wird es an der Größe variieren, wo man dann jedwede Sachen aufhängt. Das sind einzelne Elemente wie Fotos, die vorhanden sind, Hintergründe, die dann letztendlich benutzt werden können, Typografie vom Inhalt her, sondern von der Schriftart her. Was haben wir denn da noch alles? Also alles Mögliche an Elementen, einzelne Elemente, die für die Website oder das Projekt dann benutzt werden können. Und da achtet man schon drauf, genau in diesem Moment, folgt denn alles, was ich dann da aufgehangen habe, einer Linie? Hat das Ähnlichkeiten? Hat es ähnliche Farben? Können wir da vielleicht auch ein bisschen variieren? Können wir etwas anpassen? Wenn zum Beispiel wieder ein Foto haben, können wir das vielleicht auch so anpassen, dass es zu dem Rest dann noch passen wird? Oder müssen wir das Foto komplett austauschen? Das wäre eine Möglichkeit. Da Moodboards aber ziemlich zeitaufwendig sein können, weil je nachdem, wie man es aufsetzen möchte, es gibt die Variation, dass man sich an die Wand ein metallenes Dingens da mit Magneten hinhängt und dann die ganzen Sachen da ausdruckt und dann hinhängt. Da kann man sich schon etwas vorstellen, wie zeitaufwendig das ist. Also der Drucker, der wird heiß. Und oder man designt es in Photoshop, Illustrator, je nachdem, womit man da gerne arbeitet, aber bekanntlich ist Aufgeschriebenes besser einprägsam. Ein guter Kompromiss wäre das sogenannte Stylesheet. Ein Stylesheet ist im Grunde genau dasselbe, nur dass es viel, viel kompakter ist. So ein, zwei Seiten sind realistisch. Und zwar werden genau auch wie beim Moodboard die ganzen Elemente gesammelt, aber auch übersichtlicher dargestellt. Es ist also kein Wirrwarr mehr vorhanden. Es ist auch für den Kunden letztendlich ein sehr ansehnliches Dokument. Und dem Kunden geben wir damit auch Vertrauen und Transparenz und eine klare Darstellung, eine klare Visualisierung unserer Arbeit. Bevor das ganze Projekt startet, man sich an den Rechner sitzt und fleißig in die Tastatur haut oder auch das Design aufzieht, ist davor natürlich das Kundenmeeting sehr wichtig und Thema des Tages. Und dabei stellen sich sehr wichtige Fragen, die geklärt werden sollten. Hoffentlich. Eines der wichtigsten Fragen ist die Frage nach der Zielgruppe. Viele Kunden stellen sich diese Frage gar nicht, beziehungsweise achten nur auf ihre eigenen Bedürfnisse oder lassen sich sogar von außerhalb sehr, sehr beeinflussen. Ich meine, wir alle lassen uns von außerhalb von Meinungen anderer sicherlich auch beeinflussen. Aber hier geht es um das Thema, wer soll angesprochen werden? Wem will ich wirklich auf die Füße treten? Wen will ich auf den Sack gehen? Wen will ich überzeugen? Wen will ich da mit meiner Website erreichen? Und da sollte man die eigenen Bedürfnisse wirklich zurückstellen. Denn wenn Sie im Bereich der Ernährung arbeiten und mit Grüntönen überhaupt nichts anfangen können und auch mit den benachbarten Farben, hier nochmal eine Referenz zu meinem vorherigen Video, dann wird es ziemlich schwierig, etwas Passenderes zu finden und die Produkte, die um Ernährung gehen und sich drehen, handeln, was auch immer, dann wird es erstmal eine Herausforderung, nach Alternativen zu suchen. Die gibt es sicherlich, aber Sie sollten sich nicht am Ende beschweren, warum das denn jetzt nicht so die entsprechende Wirkung hat. Die nächste wichtige Frage ist nach den Mitbewerbern bzw. den Konkurrenten. Das ist deswegen wichtig, weil damit Marktanalyse betrieben werden kann. Wenn ihr euch abheben wollt von der Masse, ist es natürlich wichtig zu hinterfragen, was macht überhaupt mein Nachbar? Wenn es beispielsweise um das Thema Wurst oder Fleisch und oder Fleisch geht, dann wird meistens immer die Farbe Rot benutzt und vielleicht auch mit ein paar Goldakzenten hinterlegt. Da lassen sich so viele finden, wirklich verdammt viele. Oder wenn ihr euch davon abheben möchtet, dann sollte man natürlich analysieren, was kann man anders machen, damit ich mich von der Masse abhebe und heraussteche aus diesen ganzen Leuten. Denn genau darum geht es ja. Ihr habt Produkte, aber ihr seid nicht die einzigen da draußen und ihr wollt natürlich, dass euer Produkt hervorsticht. Und da dachte ich mir, was kann man denn da mal anders machen? Weil jeder orientiert sich wirklich an diesen drei Farben. Langweilig, das hat jeder, er sticht nicht heraus. Was aber für Alternativen kann man da haben? Ich ging vom Design absolut nicht auf diese Farben ein, sondern ich orientierte mich an einem Pastellblau, einem sehr schönen hellen Blau als Hintergrund, als Gesamtwirkung der Seite. Ja, wo sind denn seine Produkte? Weil irgendwo muss man doch auch Rot hernehmen, oder? Weil es geht ja um Fleisch und das ist so diese typische Farbe.
die Produkte an sich, die stechen jetzt richtig schön hervor. Warum? Wegen dem Kalt-Warm-Kontrast. Das Blau ist im Hintergrund, die Produkte mit ihrer schönen roten Farbe stechen automatisch nun in den Vordergrund. Die Produkte werden richtig gut dargestellt, werden in Szene gesetzt, sie leuchten, sie springen einfach ins Auge. Ja, das Fleisch kommt richtig gut an und es hat einfach so diesen Charakter, dass es einfach ja, nach frisch wirkt, nach einem guten, frischen Produkt, nach Nachhaltigkeit. Also am liebsten würde ich schon den Bildschirm ablecken, wenn ich mir dieses Design ankoche, aber ach verdammt, er hat einen Webshop. Ja, da hole ich mir jetzt einfach was. So, einer der nächsten Fragen ist, die ich dann persönlich auch immer sehr gerne stelle, hat der Kunde denn schon eine Website, hat er Flyer, Visitenkarten, dass man sich auch an dem alten Design letztendlich orientiert und einen Kontrast sieht zu dem neuen Design, welches erstellt worden ist, damit der Kunde auch Transparenz hat und auch ein Gefühl der Sicherheit, denn ein neues Design kann auch ziemlich schnell verunsichern. Vor allem, wenn es dann um das Thema der Zielgruppe, wie vorhin genannt, geht und der Kunde aber ja etwas Persönlicheres umgesetzt haben möchte und gar nicht erst an die Zielgruppe dachte, ist es dann wichtig, dem Kunden verständlich zu machen, was denn geändert wurde, warum, weshalb und damit man einen Vergleich ziehen kann. Wurde denn das Gewünschte nun verbessert oder hat es sich sogar verschlechtert? Wo sind Anpassungen zu machen? Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, nochmal die ganzen alten Themen aufzufassen, also die ganzen alten Webseiten mit dem neuen zu vergleichen. Und dann letztendlich einfach noch ganz allgemein gefragt, hat man sich denn schon Gedanken um die Farben gemacht, die Formen? Das ist auch ein riesiges Thema, was auch nochmal in die Tiefe gehen kann, was auch in eines meiner Videos demnächst auf jeden Fall aufgegriffen wird. Wir können natürlich nun alles mögliche designen, eine komplette Website, einzelne Seiten, die von oben bis unten durchdesignt sind und hier und da schon alles augenscheinlich fertig haben, aber dann passiert es ziemlich häufig, dass an ziemlich vielen Ecken rumgemeckert wird. Da gibt es auch eine elegante Lösung für, und zwar diese sogenannten Patterns. Anstatt die Website als eine große geschlossene Einheit gesehen wird, orientieren wir uns oder designen wir erst einmal einzelne Elemente. Wir designen einzelne Elemente, wir designen Buttons, wir designen Icons, wir designen einzelne grafische Elemente und all dies. Und damit haben wir dann eine Übersicht, wir können das alles einheitlich designen, bevor wir an das große Ganze gehen. So Leute, und da sind wir wieder am Ende des Videos. Wir haben über das Thema Design versus Inhalt gesprochen, was wichtig ist, wo der Fokus drauf liegt. Ihr wisst jetzt Bescheid, was wichtige Fragen sind, was für Möglichkeiten es gibt, wie man richtig konzeptioniert. Denn was wirklich erstmal wichtig ist, ob das Design wichtig ist oder der Inhalt, aber davor ist auf jeden Fall eines klar, dass die Konzeption erst einmal das Wichtige ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da oder einen Daumen runter. Kritik ist immer gut. Schreibt es in die Kommentare, genauso wie Inspirationen, was ihr sehen wollt als nächstes. Immer raus damit, haltet euch nicht zurück und auf jeden Fall nicht vergessen, die Glocke unten zu aktivieren. Lasst es ordentlich klingeln, hoffentlich mit nur einem Klick, weil wenn ihr euch verklickt, zum Beispiel wenn ihr da zweimal draufklickt, dann deabonniert ihr das schon wieder. Also seid da ein bisschen vorsichtig, aber das solltet ihr natürlich schon hinkriegen. Ich bin der Dustin, bis nächste Woche bei dem nächsten Video. Ich freue mich auf euch.